Portalkontakt in 3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Ja, irgendwie hat Zaren hier wohl ein Heilmittel gegen die, oder gegen die Kenophage für die Kroganer und züchtet sich hier irgendwie eine Kroganer-Armee heran und das scheint dem Rest nicht so zu gefallen. Und mit Rex haben wir besprochen, dass das ja nur Marionetten von Zaren wären. Und dass wir dagegen vorgehen müssen. Das heißt, wir werden jetzt mit Kirai da in den Kampf ziehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Ach, der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Naja, Angriff? Ja, werden wir aber machen müssen. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömpchen aus dem Orbit abwirft, kann Zaren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Okay, klingt schwierig. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Naja, hast du einen besseren Plan? Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gibt's da keine bessere Möglichkeit? Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Ja, können wir machen. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Okay, dann nimm mal Kaidan. Alenko, Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Auf jeden Fall. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Klingt schwierig. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten 3 Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Okay. Na gut, dann abmarsch. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück.
Du wolltest nur was sagen. Wollten Sie was sagen, Kaidan? Es fühlt sich nur so komisch an, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß, ich wollte nur sagen, dass es mir eine Ehre war, mit Ihnen zu dienen, Commander. Das ist kein Abschied, Junge. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Na dann, Stellung halten. Gut, wen nehme ich denn mit? Ich brauche Feuerkraft. Ich nehme die zwei Jungs hier mit. Wobei der eine Junge natürlich ein Mädel ist. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Igor-Team, Manowai, Jaito-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Wie frech, wer schießt denn da eigentlich? Mal raus dort, du Feigling. Kein Kontakt, Commander. So. Spind. Was haben wir denn hier? Das ist schön. Geht Kommunikation gestört? Das dürfte ein bisschen helfen. Damit haben wir doch unseren anderen Teams ein klein bisschen unter die Arme gegriffen.
Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowar. Ja, wunderbar. Oh. Aber okay. So, deaktivieren. Wie laut er ist, der Nadi. Dann halten wir den ganzen Spaß da mal ein bisschen hoch. Oh, weiherwei. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Ja, die Satellitenverbindung haben wir unterbrochen. Unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Ich glaube, ich speichere jetzt gerade ein bisschen häufig.
Sie sollten ihn ausschalten, bevor er Lieutenant Alenko und den anderen folgen kann. Kann ich den irgendwie einfrieren hier in Stase? Okay, Flugabwehrflieger-Dings haben wir auch weg. Oh Mann. Nochmal gespeichert. Also wahnsinnig stabil sein müssen. Oh, wei, wei, wei. Ach. Okay, hier werden wir auch schon wieder blockiert. Bleibt der liegen oder steht der wieder auf? Hm.
Der bleibt jetzt auf jeden Fall liegen. Ui, ui, ui. Sonst hätte der Weg da vorne durch den jetzt etwas sehr kritisch werden können. Das kann es jetzt hier immer noch, aber... Die Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Eine Tür. Und da ist die Kiste. Können wir brauchen. So, ich bin jetzt hier natürlich ein bisschen ruhig, weil ich bin aufgrund des Kampfes doch ein klein bisschen angespannt. Hier geht echt was ab. Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. Stellung halten. Blöd, 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 blöd. Blöd. Unnötig blöd. Ja. Shadow. Die mit der großen Bumse und... Warum hast du eigentlich nicht deine Schrotze? Sicherheitskontrolle, auch das noch. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Nee, die haben genug Stress. Wir machen das hier. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Ja, sowas kommt in den besten Familien vor. Sicher. Bist du sicher, dass das sicher ist? Sicher, Commander. Tja. Kauf ich. So. Aber das Medigel wieder zurück, was wir gerade eingesetzt haben. Mann, 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 Mann. Hier irgendwas? Nö. Hallo? Ist da jemand? Okay, da unten scheint jemand zu sein. Sie müssen am Boden gefunden werden. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus.
sind kein Gate und sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann das bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunther vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Fast richtig. Ihr Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Kann ich ihm da echt jetzt vertrauen? Ich meine, der ist auch indoktriniert. Oh Mann. Ich vertraue Ihnen, ich werde Sie rauslassen. Ich kann Ihnen vertrauen, ich habe sowieso keine andere Wahl. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Keine Bedrohung hier, Commander. Das ist schrecklich. So behandelt man keinen Gefangenen. Sie töten, ja gut, aber sie in diesem Zustand zu lassen? Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Commander? Und sie einfach rumlaufen lassen? Ich ertrage den Gedanken, nicht so sein zu müssen. Ich würde von meinem Elend erlöst werden wollen. Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. Wenn Sie darauf bestehen, Commander... Ich lasse sie nur ungern so zurück. Sie ruft, und ich muss ihr folgen. Ich bin nur das, was sie von mir verlangt. Es schläft nie. Es ist die Leere. Super. Den können wir nicht rauslassen? Eigentlich sollte man sie echt... erlösen. Darf ich aber nicht. Tja. Ich meine, wir haben ja bei Binesia gesehen eigentlich, was das aus ihnen macht. Das ist auf jeden Fall alles nicht gut. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie uns in den Rücken fallen werden. Ach Mann. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Wie ausgesperrt? Beruhigen Sie sich. Ausgesperrt? Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Mail Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment, STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Commander. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus.
Hey, ja, lassen Sie ihn frei. Raus. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Das sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt, wo sie doch so simpel sind? So verdammt simpel! Tja. Die Befehle waren simpel, die Ausführung nicht. Tja, das macht die Indoktrination aus den armen Würstchen. Ja, da ist nichts weiter. Aber wo weiter? Wo geht's hier weiter? Hier nun mal scheinbar nicht. Zurück! Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Die Waffe immer noch übersetzt. Das war wohl der Wissenschaftler, ein kroganischer Wissenschaftler, der ein Heilmittel gegen die Genophage entwickelt hat, wie auch immer. Bereich gesichert. Ja. Die Flottenbericht. Schauen wir das erste Mal, das da so scheint ein bisschen einfacher zu sein. Schauen wir mal, ob wir aus dem Flottenbericht ein bisschen was erfahren können. Blöd. So nicht. Okay, dann müssen wir es mit Universal-Gear machen. Laut dieser Dateien planen die Geth einen großen irgendwas. Gut, zu langsam gelesen, aber... Wir unterbrechen den Angriff auf Sarens Forschungsstation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir das Ding hier in die Luft jagen. Bis dahin, tschüss.